Schwierigkeit bei Teams-Besprechungen geht mir am Anfang immer viel Zeit verloren mit Personen, bei denen der Ton nicht funktioniert, die Kamera, was auch immer. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass das jeder für sich selbst einmal prüfen kann, dass er weiß, dass alles tut? Ja, diese Möglichkeit gibt es und die würde ich auch immer empfehlen, dass man das vor einem Meeting ausführt. Bevor du in ein Meeting reingehst, würde ich immer überprüfen, ob deine Technik funktioniert. Und das geht relativ einfach. Man geht in Teams oben auf die drei Punkte neben deinem Namen, wählt dann aus Einstellungen und danach Geräte. Jetzt kann ich im unteren Teil des Fensters erstmal gucken, ist meine Kamera an, wird das richtige Bild angezeigt. Wenn das da ist, ist schon mal der erste Teil erledigt. Im zweiten Teil würde ich natürlich gerne meinen Ton überprüfen und mein Mikrofon. Und dafür gibt es die Möglichkeit, einen Testanruf zu führen. Das heißt, ich klicke da auf die Schaltfläche Testanruf führen, höre dann eine Stimme, die mit mir redet. Dann darf ich einen Text aufsprechen und danach wird dieser Text nochmal abgespult. Zum Testen Ihrer Anrufqualität zeichnen Sie nach dem Signalton eine kurze Nachricht auf. Ihre Nachricht wird dann für Sie wiedergegeben. Das ist ein kleiner Test, ob mein Mikrofon funktioniert. Das ist ein kleiner Test, ob mein Mikrofon funktioniert. Höre ich sowohl den Text der fremden Stimme als auch meinen eigenen, ist alles gut, dann ist meine Technik in Ordnung und ich kann beruhigt in ein Meeting reingehen und es wird alles funktionieren.